Schon an? Weiß ich nicht. Bist du auf dem Weg zur Corona-Plauze? Hm. So was habe ich nicht. Was hast du denn da schon wieder? Oh, Weihnachtsmänner. Weihnachtsmänner? Wo ist denn der? Ich habe vom Weihnachtsmann gekriegt. Von welchem Weihnachtsmann? Na, den vom Marktplatz. Na, du warst ja nicht bei. Ah, oh, nee, konnte nicht. Ich kommt im Video gleich, siehst du nachher noch. Mein Sohn hatte Umzug, da musste ich helfen. War in Berlin. Ist das nicht schön, die Fresserei zur Weihnachtszeit, wa? Ihr könnt den ganzen Tag nur noch fressen. Ich hab so einen richtigen Fressflash. Hier Futter nicht. Weil du trinkst ja nur, aber ich esse auch wenigstens mal zwischendurch. Weihnachtsmann, also der Weihnachtsmann war. Also pass auf, dritter Advent war gewesen am Sonntag, ja. Gestern, der ist vorbei. Sag mal, warum hast du eigentlich kein Licht am Hut? Ich habe Licht an. Sag mal, Huhu. Ach so, hallo Borkheide, ja, Mensch, hallo Welt, Matze. Lutze, guck mal. Da sind wir wieder, montags, heute ein bisschen früher. Ich weiß, man kann die Uhr nicht sehen, weil ich meinen Nischel davor habe. Ha, ich bin clever, wie es ist. Bald können wir hier nicht mehr filmen zusammen, ne? Da müssen wir in die Kirche gehen, weil die Kirche darfst du noch gehen. Ja, so Quatsch, alles machen sie dicht, die Kirchen lassen sie auf und die Profifußballer, die dürfen auch alle ihr Geld verdienen. Ich weiß mal nicht, was das los ist hier, wer hier das Recht hat, Anordnung zu stellen. Also, kein Verständnis übrigens. Mal so, der kurze politische Ausflug. Andere sind anders als andere. Es sind immer, gibt immer bessere als bessere. Wir haben eh die Brille auf, das sieht man ja wohl. Wir haben die Brille auf. Ja. Gruß der Woche, Matze. Keine Mauer mehr. Ja, ja, jetzt kommt der Gruß der Woche. Hast du dir die ganzen Dinger geklaut oder was? Na, ich habe 3 Wunschzettel abgegeben dann noch am Ende und dann durfte ich 3-mal in. Was hast du dir gewünscht? Das soll ich doch immer nicht sagen. Ach so, das ist ja geheim, man darf das ja nicht sagen. Ich habe gesagt Schnee. Aber das Gruß der Woche. Diesmal von Enrico Kaiser. Der Gruß der Woche geht aus Borkheide nach Ehingen zu meinem Sohn Florian. Ich wünsche dir alles Gute, schöne Adventszeit. Ich freue mich auf dich, komm bald nach Hause. Und ich wünsche allen anderen Zuschauern ein schönes Weihnachtsfest. Hallo Flo, wir grüßen auch. Ja, wir auch, hier aus Borkheide hier. Hier gibt es noch keinen Schnee. Nee, gibt's nicht. Ja. Hier gibt es noch Schoko-Weihnachtsmänner. Amerika hat uns unser Intro geklaut. Ja. Hm. Grüße nach Ohio. Grüße nach Ohio zu Real Kingsman. Der fand unser Intro so cool, dass er das auch in den USA abspielen musste. Finde ich gut. Schönen Gruß nach in die USA. Das ist ja auch bald Weihnachten. Und wir haben gesehen, ihr habt richtig Schnee dort. Ich zeige euch mal einen Ausschnitt aus dem Video von Marcel Königsmann. Da hat es geschneit in den USA. Die haben richtig Schnee und nicht das aus Berlin, das Zeug. Hm. Das gestreckte. Ja. Das echt aus Wasser. Ja. Hm. So, Matze. Warst du denn am Samstag mit beim Weihnachtsmann? Na, ich musste da wenigstens ein bisschen Licht aufbauen und ihm wenigstens Stuhl kredenzen, dass er da ordentlich sitzen konnte. Und wie war's? Na, sehr schön. Ja? Die Kinder haben sich gefreut. Ja, wir haben ein kleines Video gemacht. Mit Unterstützung vom Fliegerheim, denn der Weihnachtsmann hat ja im Fliegerheim genächtigt und ist ja Geschäftsreise und wurde dann vom Stefan auch standesgemäß mit dem Oldtimer vorgefahren. Aber das seht ihr jetzt hier im Video. Okay, film mal. Thank you.
Borkheide. Ja, hier kommt der alte Mann noch hin. Toller Weihnachtsmann, aber der war schon ein bisschen da war ein bisschen um Rücken hat er ja, gehabt. Oder ich so. Arbeite ja, ich mache das nächstes Jahr, kann ich auch. Nein. Ja, ich denke mal, war eine schöne Aktion. So in der Vorweihnachtszeit, wo jetzt hier wirklich alles gelockdownt wird, nochmal so eine kleine, ein kleines Highlight gesetzt. Genau. Also haben wir ja nochmal Glück gehabt, dass wir den hierher gekriegt haben, bevor sie hier ganz abriegeln hier. Ja, aber schon gesagt, wir machen jetzt hier ein gallisches Dorf aus Borkheide, werden rundherum einen Zaun bauen, kommt niemand rein und niemand raus und wir leben hier so wie Gott im Frankreich. Wie immer, weil im Amtbrück gibt es ja Gott sei Dank nicht wir ganz so viel. Wir brauchen aber noch eine Lebensmittelschleuse. Das kriegen wir nicht hin. Irgendwas kriegen wir hin. Wir müssen nur die Tiefkühlfächer alle öffnen. Da ist hier noch drin. Aber wir wetten, das reicht für eine Weile. Vor 30 Jahren hätten wir noch ganz viele Teile von der Mauer gekriegt. Weißt du, hätten wir hier ringsrum. Aber ich glaube, Trump hat jetzt auch Ressourcen. Vielleicht schickt er noch ein paar Mauerteile rüber. So. Weil wir jetzt verkaufen jetzt. Wir haben auch sonst nicht viel, ne? Was? So viel haben wir jetzt nicht. Ja, wir wissen jedenfalls, dass der 4. Advent bald kommt. Nächsten Sonntag? Ja, guck mal, hast du gesehen? Wir haben eine neue Einflugschneise bei uns. Oder ist es jetzt die Weihnachtsvorbereitung? Hier, guck mal da, so wie die Lampen hier leuchten. Also wenn der BER ist ja schon in Betrieb, nicht, dass hier so ein Ding landet, aus Versehen so. Nee, das glaube ich nicht, das kriegen wir hier nicht hin. Gut, Matze, wir haben ja heute noch ein bisschen was vor, deswegen sind wir ja ein bisschen früher heute, ne? Nee, das sieht man nicht, Matze. Ach so. Weil mein Nischel davor ist. Halb zwölf. Ich habe Urlaub. Oder was ist das? Muss man Urlaub? Tag ein bisschen hinstrecken, sonst wird das hier abends immer so, immer so lange. Wenn noch an der Uni wieder? Na, ich muss jetzt wenn du 17 Uhr anfängst, dann kommst du immer nie weg hier. Dann ist der Tag oder der ganze Abend. Genau. So, und jetzt ein bisschen zackig. Haben wir Wetter heute? Wetter haben wir auch. Klar haben wir Wetter. Also heute Morgen war ein schöner Morgenrot hinten am Horizont, habe ich gesehen. Ging 8. Sah sehr schön aus. Hab leider kein Foto gemacht, aber Fotos gibt es ja genug. Kannst du jedes Foto einblenden und sagst, ach, guck mal, das war ist jetzt fertig oder soll ich Jingle schon einblenden? Mach. Gut. So, Matze. Ja hier, FTM, ja? Du bist ja dran. Ist ja wie Leiter, ne? Wie Frosch, Wetterfroschleiter. Ja, dann kannst du das nächste Mal hoch. Wenn wir jetzt um diesen LKW ein riesen Glas bauen. Leiter im Glas mit dem LKW. Und du umbruch. Mit meiner Höhen. Was ist jetzt mit dem Wetter? Du hast so viel Schnee vorhergesagt für Weihnachten. Ich habe überhaupt keinen Schnee vorhergesagt. Ich habe gesagt, es könnte. Aber alle haben jetzt gesagt, es wird nicht. Denn die Temperaturen gehen wieder schön auf 8 Grad hoch die Woche. Nachts kein Frost mehr nachts. 2 bis 3 Grad bis 4 Grad nachts. Der Regen, der für Dienstag angesagt ist, 0,3 Liter pro Quadratmeter. Also für Borkheide wieder höchstens so ein Nieselfiesel, der nicht richtig ankommt. Warum das jetzt plötzlich am Samstag geregnet hat, als der Weihnachtsmann hier war, das war überhaupt nicht angesagt. Also alles durcheinander. Sonnenschein wird bis zum Freitag ein bisschen mehr tagsüber. Ich hoffe mal, dass dieses miese Nebelgedöns, Wolkenwetter sich jetzt auch mal ein bisschen verabschiedet und wir endlich mal Winterwetter bekommen. So klarer, frischer Luft und mit Sonnenschein und vielleicht aber dieses Jahr kein Schnee mehr. Ich glaube nicht. Dies Jahr? Ja, dies bei Samstag hat es ja 3-4 nasse Flocken geschneit. Das waren ja 3-4 Schneeflocken eben. Samstag. Eben. Ja. Jo, na gut, wir warten ab, was kommt. Wir müssen warten. Wir gucken, vielleicht bringt der Weihnachtsmann ja Schnee. Der war ja schließlich hier gewesen, der Nette. Und hat gesehen, wie schlimm das hier aussieht. Ja, genau. Selbst der Bürgermeister hat dem die Hand geschüttelt. Nee, der hat von weitem. Nee, der hat die Wunken. Ja. Alles hier Distanz. Also. War schön gefickt. Ich glaube, war schön, ne? Hat man gesehen im Video. Also, ja. Kannst ja mal rumgucken. Also ich glaube, in den anderen Gemeinden gab es das nicht. So, Matze, das war's für heute kurz und knapp. Jo. Nächsten Montag kommt das vorletzte Video in diesem Jahr, glaube ich. 21, 28. Oder? Ja. Glaube. Es sei denn, 28 plus 7, es gibt einen 35. dieses Jahr. Aber das Jahr möchte ich auch nicht verlängern um einige Tage. Und so wie wir jetzt schon wissen, kommt dann noch das Grußwort von unserem Bürgermeister nächsten Montag. Am 21. Am 21. Das also, Wort zum Jahresende. Das Wort zu Weihnachten. Die Weihnachtsansprache. Oder so. Oder die Weihnachtsansprache. Das jedenfalls mir, haben wir den Bürgermeister lieber, kurz zu Gast. Es ist mir aber lieber, wenn unser Bürgermeister eine Ansprache macht, als wenn eine Ansage macht. Genau. So. Das war's für heute. Kurz und knapp. Matze. Und Lutze. Wir sehen uns für nächsten Montag. Tschüss. Tschüss. Weihnachtsmann.